Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es darum, wie man sich neue Routinen schaffen kann. Weil natürlich musste ich mir hier in der neuen Wohnung, in unserem neuen Alltag, jetzt alleinerziehend, neue Routinen schaffen und werde mir auch noch in Zukunft neue Routinen schaffen, weil ich mit einigen Sachen noch so ein bisschen unzufrieden bin, wie das so läuft. Und in diesem Video möchte ich mit euch ganz kurz und knackig Schritt für Schritt abgehen, wie kann man sich neue Routinen schaffen. Erstmal, es ist völlig egal, was du dir für eine Routine schaffen möchtest, ob das sein soll irgendwie eine bessere Putzroutine, eine bessere Morgenroutine mit den Kindern, bessere Routinen für dich selbst, um mehr Zeit für dich zu haben, eine Leseroutine. Und es ist auch egal, wann diese Routine stattfinden soll. Am Morgen, am Mittag, am Abend. Das ist erstmal völlig egal. Die Vorbereitung ist super, super wichtig. Also nimm dir vielleicht einen Zettel und einen Stift und schreib es halt wirklich auf. Was möchtest du als neue Routine implizieren? Mehr Sport machen, gesünder essen, öfter lesen, öfter meditieren. Völlig egal, was es ist. Schreib dir erstmal auf, was dein Ziel quasi ist. Welche neue Routine du etablieren möchtest. Vielleicht möchtest du auch erstmal so prinzipiell, dass eure Abendroutine entspannter wird. Und dann gehört halt zur Vorbereitung, dass du dir auf YouTube zum Beispiel oder wo auch immer ein paar Videos dazu anguckst und dir Inspiration holst. Was könnte für uns passen? Was könnte das für uns entspannter machen? Was gibt es vielleicht auch für Hacks? Und dann kommen wir zur Motivation. Schreib dir auf, was ist deine Motivation dahinter? Warum möchtest du diese Routine schaffen? Weil du dadurch ruhiger bist, weil du entspannter wirst, weil du gelassener wirst für dich und deine Kinder. Ich finde, Kinder sind auch immer ein super Motivationspusher. Vielleicht möchtest du eine neue Routine haben, die dir mehr Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein schenkt, weil du deine Kinder zu selbstbewussten Menschen erziehen möchtest. Also egal, was es ist, warum du diese neue Routine schaffen möchtest, schreib es dir auf, weil das ist Grundlage für deine Motivation. Denn irgendwann wirst du so einen Hänger haben und denken, boah, warum mache ich das eigentlich alles? Und dann liest du dir das wieder durch, dein Warum, deine Motivation. Dann mach dir einen Plan. Es dauert etwa 30 Tage, um eine neue Routine zu implizieren. Nach 90 Tagen kannst du wirklich sagen, okay, das ist eine Routine, die mir so von der Hand geht, wo ich nicht mehr groß dran arbeiten muss. Aber erstmal, die ersten 30 Tage sind erstmal so, ich sag mal, härter natürlich. Und dann wird es einfach leichter. Das muss dir einfach bewusst sein. Deswegen guck halt, okay, was ist vielleicht eine entspannte Zeit? Wo habe ich auch mehr Zeit vielleicht, um diese neue Routine wirklich neu zu erschaffen, neu zu kreieren? Denn durchhalten ist in dem Fall natürlich alles. Weil du kannst nicht erwarten, dass es nach 10, nach 14 Tagen schon so von der Hand läuft. Nein, es dauert mindestens halt 30 Tage. Deswegen halte diese 30 Tage durch. Mach dir einen Plan für diese ersten 30 Tage und feiere die kleinen Ziele. Feiere jede Woche, wo du es geschafft hast, deine neue Routine wieder weiter aufzubauen, weiter in deinen Alltag aufzunehmen. Und belohne dich da auch gerne mit irgendwas. Mit einem Eis, mit einem Ausflug, mit einem Filmeabend, was auch immer es ist. Leg dir auch wirklich diese Belohnung schon vorher fest. Wenn ich die erste Woche geschafft habe mit meiner neuen Routine, dann. Wenn ich die zweite Woche geschafft habe mit meiner neuen Routine, dann belohne dich halt wirklich immer. Dieses Belohnen ist halt super wichtig, dieses Belohnungssystem. Und ich habe mir überlegt, weil wirklich so dieses Durchhalten das Schwierigste ist, kommt doch gerne in meine Facebook-Gruppe auf Facebook. Kommt doch bitte in meine Mama-Gruppe auf Facebook. Schreibt, was ist die neue Routine? Was ist euer Ziel? Was wollt ihr in den nächsten 30 Tagen gerne erreichen? Und dann motivieren wir uns gegenseitig. Weil jeder hat irgendwie was, wo er sagt, boah, das würde ich gerne neu. Mehr Sport, ne? Einfach eine ruhigere Abendroutine irgendwie schaffen. Da möchte ich mal schauen, wie ich das machen kann. Und dann sind wir beieinander und dann motivieren wir uns und dann finden sich hundertprozentig Mamas, die genau dasselbe Ziel haben. Also wenn ihr da Interesse habt, sich einfach gegenseitig so ein bisschen zu pushen oder sucht euch jemanden im Freundeskreis oder, einfach der das mit euch macht. Es muss nicht mal unbedingt dieselbe Routine sein, aber der auch sagt, okay, ich greife das jetzt an und die nächsten 30 Tage bin ich dabei und wir motivieren uns gegenseitig. Vielleicht belohnen wir uns dann auch zusammen.
Das ist immer ein super guter Faktor, um durchhalten zu können. Wenn euch die Facebook-Gruppe interessiert, die ist immer unten in der Infobox verlinkt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dabei tretet und uns von eurem Vorhaben erzählt. Ansonsten hoffe ich, dass euch das kleine, kurze, knackige Video wieder gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!